Und alle Gäste sind herzlich willkommen und vor allen Dingen Herr von Schemühlen ist ganz herzlich willkommen, Autor des Buches. Und also seine Familie, Jan George und Frau George, sind herzlich willkommen. Die Diplomaten, wir sehen hier sowohl die ukrainische Diplomaten als auch ein russischer Diplomat hat uns die Ehre erwiesen und hierher gekommen. Und ja, also das soll es bleiben. Das ist okay. Wir sind sehr offenes Haus. Ja, wir lassen alle rein und herzlich willkommen. Ich muss euch etwas sagen. Ich habe gestern ein Mädchen gesehen, ein ukrainisches Mädchen. Ich bin Mutter von 9 Kindern. Und einige unserer Kinder gehen zur Schule und Grundschule. Und ich habe in der Schule unsere Kinder ein Mädchen gesehen. Ich wusste, dass es ukrainisches Mädchen ist. Sie saß auf einer Bank vor der Tor der Schule. Und sie wirkte sehr, sehr einsam. Es war nachmittags. Ich ging zu ihr und habe sie auf Ukrainisch gefragt, warum sie da sitzt, wann ihre Mutter kommt, ob sie das weiß. Sie sagte, nein, sie weiß das nicht. Und dann habe ich mir gesagt, ich gehe nicht, ich bleibe bei diesem Mädchen. Und dann, obwohl ich sehr in Eile wie immer war. Und dann kam ihre Mutter. Die Mutter war sehr verwundert, dass das Mädchen nicht wusste, wann sie kommt. Sie hat ihr gesagt, ich habe doch dir gesagt, wann ich komme. Und warum bist du nicht im Hort? Und dann hat die Mutter mir gesagt, das ist ein Glück, dass die Kinder überhaupt überlebt haben, dass sie körperlich überlebt haben. Ja, körperlich haben sie überlebt. Aber die Augen dieses Kindes waren tot. Kein Glanz, kein Lachen, nichts. Keine Emotion. Die Augen waren tot. Und diese Kinder sind hier jetzt. Und nicht nur hier, überall in der Welt zerstreut, vertrieben aus ihrem Land. Warum? Fragen wir uns alle, wir wissen es nicht. Herr von Schemühlen hat die Parallelen gefunden zu seiner Kindheit. Er hat das Buch geschrieben. Dieses Buch ist empfehlungswert. Das ist sehr, sehr interessantes und sehr wichtiges Buch über seine Kindheit. Und nämlich auf der Seite 144 steht: Es gab keine Erlebnisse, es gab nur Ertödnisse. Und das kann man auch heutzutage, was die Ukraine betrifft, sagen. Ich übergebe das Wort jetzt Herrn von Schemühlen. Vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will etwas provozierend anfangen. Frau Hildebrand hat ja gesagt, dass sie eben wegen der Parallelen aus meiner Erlebniszeit als Kind mich gebeten hat, etwas über diese Situation, in der wir heute leben, zu berichten. Ich kenne eben Berlin nach Trümmern und als wir mal rausfuhren aus Berlin auf eine Hamsterfahrt, da empfand ich, dass dieser Ortsteil gar keine Stadt ist. Die Häuser waren heil. Und das hat einen irgendwie sehr stark auch geprägt. Und vor einigen Jahren hat mich ein Historiker angesprochen, weil ich sehr viel wusste, auch über die Zeit des beginnenden Kalten Krieges und so weiter, weil mein Vater da sehr aktiv war und als einer der Historiker, als einer der Väter des Kalten Krieges in der Literatur erwähnt wird, hat er mich gebeten, meine Erinnerungen aufzuschreiben, weil es zu diesen kaum Aufzeichnungen gibt. Denn mein Vater hat auch als Leiter eines Nachrichtendienstes, dessen Hauptaufgabe die Ausforschung der sowjetischen Truppen war und die Vorbereitung von Sabotage durch Partisanen für den Fall, dass die sowjetischen Truppen an den Rhein vordringen sollten. Denn am 8. Mai haben alle Alliierten mit Ausnahme der Sowjets
abgerüstet. Die Sowjets haben aber frische Truppen in die Sowjetzone geschickt und frische Waffen, auch die nicht ausgeleiert waren. Und Churchill hat daraufhin veranlasst, dass der britische MI6 eine Special Branch Sowjetunion entwickelt. Und die haben meinen Vater, der in britischer Kriegsgefangenschaft war, in der Abwehr von Canaris, Ostspezialist für die russische Armee und auch für die Rüstung gewesen ist, gebeten, diesen Dienst aufzubauen. Und mein Vater hat das auch viele Jahre gemacht. Ja, er selber war jemand, der alles mit dem Gedächtnis machte. Es war genial, ich habe ihn immer bewundert. Er hat kaum Akten geführt, deshalb ist auch wenig überliefert. Aber ich habe Gott sei Dank von ihm geführten Agenten, die ich nachher beruflich kennenlernte, weil sie in verschiedenen Firmen auch als Sicherheitsfachleute tätig waren, gelernt und erfahren, wie es dann tatsächlich in dieser Zeit gewesen ist. Und sehe da eben in dem Buch, habe ich Sachen aufgeschrieben, die jetzt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine wieder traurige Parallelen darstellen. Ich möchte etwas provozierend sagen, Putin ist der weltgrößte Motivator. Er hat es geschafft, einen Widerstand zu motivieren, den sich kein Mensch vorher vorgestellt hat. Vor allen Dingen durch die Brutalität dieses Angriffes ist es so geworden, dass der Westen zusammengeschweißt ist. Wer hätte das uneinige Europa so eingeschätzt, dass diese Solidarität dort entstehen könnte? Wer hätte geglaubt, dass die NATO um die wichtigen Staaten Finnland und Schweden erweitert werden würde unter dem Druck dieser Motivation? Und was auch nicht so bekannt ist, ist, dass dass Russland zurzeit der größte Waffenlieferant für die Ukraine ist. Moderne russische Waffen werden erbeutet, und zwar in großen Mengen. Zum Beispiel auch der Panzer T-90M. Das Gerücht, ich kann es nicht verifizieren, ist, dass Stoßtrupps der Ukrainer an einer Stelle, wo sie wussten, dass dieser Panzer dort eingesetzt wird, dazu geführt haben, dass dieses sehr hochmoderne Gerät in ihre Hände geriet, und es soll inzwischen in den USA auseinandergenommen worden sein, um die ganze Waffentechnik und alles das, was dort wichtig ist, zu untersuchen. Vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, warum die NATO-Staaten, vor allen Dingen Amerika, Frankreich, England und Deutschland, keine ihrer modernsten Panzer in die Ukraine liefern, dann liegt das daran, dass ihnen das nicht passieren darf, weil die Wehrfähigkeit mit dem Wissen um die Elektronik in diesen hochüberlegenen Panzern, soweit wir das jetzt bisher beurteilen können, nicht in die Hände der russischen Analytiker kommen, denn die wüssten damit umzugehen und würden dann einen entsprechenden Schaden anrichten und die Verteidigungsfähigkeit des Westens möglicherweise stören. Deshalb bin ich sehr unglücklich, dass die Panzer nicht geliefert werden können, aber ich habe dafür ein sehr großes Verständnis. Es sind also 372 Panzer, zum großen Teil völlig intakt, in die Hände der Ukraine gefallen. Es sind etwa 600 bewaffnete Truppentransporter, gepanzerte Truppentransporter in die Hände gefallen, intakte Munitionsdepots und so weiter. Und da die Ukraine ja überwiegend Waffen aus sowjetischer Bauart und danach einsetzt, ist das natürlich ein guter Schub für deren Verteidigungsfähigkeit. Aber Putin hat auch noch die Welt zusammengebracht in der menschlichen und finanziellen Hilfe. Das heißt, wir haben noch nie, auch nach großen Katastrophen, eine so auch lang andauernde Hilfsbereitschaft festgestellt, der Ukraine zu helfen. Und die Aufnahme der Flüchtenden nimmt ja Ausmaße an, die wir uns nicht vorgestellt haben. Und die
insofern auch unter dem Aspekt Motivator ist, weil den Kämpfenden das Gefühl, dass ihre Familien, die in den Westen geflohen sind, sicher sind, einen möglicherweise weiteren Schub in ihrer Kampfbereitschaft und ihrer Aggressivität dann geben. Und noch eins, was auch keiner erwartet hatte, die Sprachbarrieren, die zwischen dem russischen Teil der Bevölkerung der Ukraine und dem ukrainischstämmigen, ukrainisch sprechenden Teil der Ukraine besteht, wird immer mehr aufgebrochen. Das heißt, viele russischsprachige, wo man gedacht hat und Putin auch fest überzeugt war, dass die mit Jubel und Blumen die russischen Truppen als Befreier begrüßen, haben sich ganz stark der ukrainischen Sprache zugeneigt und sprechen oftmals schon gar kein Russisch mehr, ganz bewusst, weil sie der Ansicht sind, das ist die falsche Sprache für ihr Land. Parallelen, wie ich sie sehe, sehen auch andere. Der Tagesspiegel zum Beispiel hat vor 4 Wochen über mein Buch geschrieben. Ich habe in diesem Buch den Sprengplatz an der AWUS, den Munitionssammelplatz, der dort in Brand geraten ist, erwähnt. Das war früher unser Spielplatz. Wir Kinder damals in den waffenstarrenden Ruinen groß geworden, uns fehlte die Munition, um mal mit den Dingern schießen zu können. Und wir sind dann in den Grunewald gefahren, teils mit Fahrrad, teils mit der S-Bahn, sind dann in der Nähe des Munitionssammelplatzes, damals noch betrieben von den Amerikanern, nur mit deutschen Wachleuten gegangen, haben das auskundschaftet, wie wir an Munition kommen können. Und da haben wir wirklich detektivisches Initiative entwickelt. Wir haben sehr genau observiert und Zeiten gestoppt, wie die Doppelhundestreife und die einfache Doppelstreife in welchem Rhythmus den Zaun abliefen. Aber machen Sie das mal ohne Uhr. Damals bekam man eine Armbanduhr, wenn man Abitur machte oder wenn man konfirmiert wurde oder irgendwie zu einem besonderen Anlass, aber noch nicht als Steppkes mit 10 und 12 Jahren. Und wir haben dann Mutters Reisewecker genommen. Den konnte man in die Tasche stecken und haben damit die Zeit gestoppt, die zwischen den Routen war. Dann haben wir mit langer Stange die spanischen Reiter, die Stacheldraht an bestimmten Stellen waren, die dann leicht zu unterkriechen, gehoben. Mein Bruder ist mit der Munition, die wir brauchten, mit einer Probepatrone, dann durch den Zaun, hat aus den Haufen, wo die lagen, die Sachen gesucht, was passte für die Pistole, mit der wir schießen wollten. Walther 765 war das Dienstwaffe. Und haben dann die Munition rangeschafft. Also das war eine Zeit, wir spielten mit allem, was töten konnte. Der Tagesspiegel hat dieses Feuer zum Anlass genommen und mein Buch, um dann über dieses Buch zu sprechen und die Parallele zu ziehen, dass das eben damals schon ein Platz gewesen ist voller Gefahren und auch heute noch ein Platz voller Gefahren. Eine Zweidrittelseite im Tagesspiegel, bin ich schon stolz drauf. Ja, was auch eine Parallele ist, ist, dass wir im Grunde dabei sind, wieder zum einen sowas wie einen eisernen Vorhang zu entwickeln. Putin wird die Grenzen weiter sperren und andere Länder werden auch ihre Grenzen teilweise zumachen, aus welchen Motiven auch immer. Also die Parallelen zum eisernen Vorhang und Grenzundurchlässigkeit sind sicherlich nicht zu leugnen. Und der Kalte Krieg ist im Grunde auch schon mehr als ein kalter Krieg, denn er wird ja begleitet durch einen heißen. Ich kann die Ängste der Kinder um ihre Väter heute unheimlich verstehen aus der eigenen Erfahrung.
Ich kann mich zwar nicht erinnern an die Zeit, als Vater im Krieg war, sondern nur an die Zeit danach. Aber die Sowjets haben wiederholt versucht, meinen Vater zu entführen, das ist auch dokumentiert, weil er eben einer der missliebigen Berliner war, die sie in West-Berlin ungern hatten. Und zu dieser Zeit war es so, dass pro Jahr, das sind die dokumentierten Zahlen, die nachgewiesenen Zahlen, pro Jahr etwa 50 missliebige West-Berliner entführt wurden und in irgendwelchen Lagern oder auch in der Lubjanka in Moskau dann umgekommen sind, sei es durch Genickschuss, sei es fast immer oder eigentlich, soweit man berichtet, immer nach Folter, so wie wir das heute in der Ukraine auch erleben. Es ist schrecklich, dass sich solche Sachen wiederholen. Wir alle haben geglaubt, sowas kann nicht wieder passieren und haben auch den Schalmeien, die Putin geblasen hat, getraut, aber das war ein Fehler. Nun, die Erfahrungen und der Vergleich zerreißt einem eigentlich im Grunde auch das Herz. Und wenn ich eine Fernsehaufnahme sehe, die in unserem Fernsehen gelaufen ist, wo ein Mädchen im Azov, in dem Stahlwerk, sagte, es möchte doch mal die Sonne sehen. Da wird einem ganz anders. So, ich hatte immer die Angst um den Vater. Die Angst übertrug sich von meiner Mutter auf mich. Und deshalb habe ich eben auch sehr sorgfältig immer die Umgebung gescannt. Das hat dazu geführt, dass mehrere Agenten verhaftet werden konnten, weil wenn jemand in der Ruine verschwand und ich dann Zigarettenrauch sah, dann war er nicht nur zum Pieseln reingegangen. Das war üblicherweise damals der Fall. Sondern, weil es ja keine öffentlichen Toiletten mehr gab, waren ja auch zerschossen. Diese Beobachtungen habe ich dann meiner Mutter mitgeteilt, auch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, was mir merkwürdig vorkam. Und meine Mutter rief dann eine Kontaktnummer an, das war der MI6, der zuständig war für den Personenschutz meines Vaters. Und kurze Zeit später kam dann Agenten und Militärpolizei und durchkämmten die Ruinen bei uns am Kurfürstendamm gegenüber und zogen da auch den einen oder anderen erfolgreich raus. Die meisten mussten sie wieder laufen lassen anfangs, weil sie russische Militärpässe hatten und damit innerhalb West-Berlins nicht, waren sie immun und konnten nicht verhaftet werden. Aber einmal war ein Auto langsamer gefahren, an uns vorbeigekommen und wieder beschleunigt. Und das fiel mir auf. Ich war 4,5, 5 Jahre. Ja? Das fiel mir auf. Und ich sagte das meiner Mutter. Der Gesprächspartner fragte nach dem nach der Autonummer. Meine Mutter lachte, der Junge ist 4 Jahre, der kann noch nicht lesen und nicht schreiben, der geht noch nicht zur Schule. Dann habe ich protestiert und gesagt, aber ich kann malen. Ich habe die Nummer aufgemalt. Die habe ich im Nachlass meiner Mutter gefunden, so eine Ecke aus einem Zeitungsausriss, wo ich das mit dem Bleistift aufgemalt hatte. Naja, es war also eine Angst, die sich übertrug und die Sinne schärfte und meinem Vater auch half. Wir spielten auch immer so Leute verfolgen, so beschatten. Und ich erzählte es meiner Mutter und die erzählte es Vater und der gab mir dann Tipps oder meiner Mutter Tipps, was sie mir sagen sollte, wie Leute richtig beschattet werden. Und dann habe ich das auch noch gelernt. Ja. Was für uns merkwürdig war damals, war das unregelmäßige Leben meines Vaters. Bei den wenigen Autos, die es gab, bekam er jede Woche ein neues. Mir fiel auf, was anderen nicht auffiel, dass bei den Autos, die Vater bekam, es einen rechten Außenspiegel gab. Damals hatte man nämlich wegen des ganz strengen Rechtsüberholverbots rechts keine Außenspiegel. Und Vater hatte sowas natürlich, um eventuell zu erkennen, ob er beschattet wird oder auch nicht. Was wir auch für Parallelen haben, sind die Entführungen von Zivilisten, teilweise wahllos, aber vor allen Dingen in der Ukraine auch von Kommunalpolitikern.
dabei Entführung von Kindern, deren Verbleib nicht aufgeklärt werden kann bisher. Zwangsumsiedlungen ganzer Familien kennen wir auch. Inhaftierungen ohne Grund kennen wir auch. Und Gefangenenläger, die wie KZs betrieben werden, kennen wir auch. Hatten wir damals gehabt und hat die Ukraine zu unserem Entsetzen auch heute noch. Eine Parallele, die ich noch erwähnen möchte, ist Hoffnung. Die Leute haben nicht aufgegeben, haben repariert, was sie reparieren konnten, haben neu gemacht, was sie neu machen konnten. Und wenn man heute durch Berlin geht, ich bin am Kurfürstendamm 145 groß geworden, die Kriegsfolgen sieht man nicht mehr. In Ost-Berlin hat man noch viele Jahre Einschusslöcher gesehen vom Straßenkampf in den Hausfassaden. Auch die sieht man heute inzwischen nicht mehr. Die Hoffnung ist eben, dass man auch in der Ukraine in, ich hoffe, absehbarer Zeit wieder ein blühendes Leben entwickeln kann. Und da bewundere ich die Ukrainer auch. Die Ukrainer, die nicht unmittelbar vom Krieg betroffen sind, die aber ständig unter Luftangriffsalarm und so weiter in Bunker gehen müssen, auch in Kiew, in anderen Städten, auch in der Westukraine, die geben nicht auf. Wenn sie aus diesen Schutzlöchern wieder rauskommen, dann sind sie gleich wieder unterwegs und das Leben geht weiter. Die gehen in Cafés und so weiter. Und das finde ich unheimlich großartig, dass diese Parallele, die es auch in Deutschland gab, wenn man die Bilder sieht vom Café Kranzler, rundherum alles Ruine, alles kaputt. Und da standen die Tische auf dem Kurfürstendamm und es wurde kein Kaffee, sondern Sigorie, Muckefuck serviert. Aber man traf sich und baute das Leben neu auf. Was auch die Hoffnung gibt, ist, dass wir Waffen liefern und die Ukraine damit stärken. Der ukrainische Widerstand, der ist enorm groß, auch der Partisanenwiderstand, aber die Ukrainer machen es so, dass sie eine sehr große technische und menschliche Überlegenheit gegenüber dem Angreifer entwickeln. Und zwar die Partisanen, dafür haben sie zum Beispiel rekrutiert Hobbyjäger. Die kennen ihr Waldgebiet, wo sie jagen dürfen. Die kennen jeden Baum, die wissen, wo die Säue ihre Ferkel verstecken und sind da zu Hause. Die haben zum Beispiel auskundschaftet auch anrückenden Truppen. Sie können sich erinnern an die lange Schlange, die auf einer Straße immer nicht weiterging, 60 Kilometer Transportschlange. Da haben sie das Gelände ausgekundschaftet. Sie haben dann kreativ eine Waffe gebaut, eine fahrende Waffe gebaut, nämlich die Quads, diese vierrädrigen Motorräder, ja, wo man so etwas höher sitzt, aber die sehr geländegängig sind und sehr schnell. Sie haben die mit speziellen Schalldämpfern ausgerüstet, damit man das Anfahren der Motoren nicht hört, und sind dann in den Wäldern so gefahren, dass sie mit angebauten Raketenwerfern, Panzerfäusten, sich genau die Fahrzeuge rausgepickt haben in der Kolonne, die am schwersten zu bergen waren, sodass die Kolonne wirklich nicht weiterkam. Es kamen keine Bergungsfahrzeuge ran, um sie rauszuholen, oder nur sehr mühsam, und es hat eben auch sehr, sehr lange gedauert. Das heißt, mit viel Kriegslist sind sie den angreifenden Truppen, die ja auch keine Lust zum Kämpfen haben. Denn wer sieht diesen Krieg als Spezialoperation? Ja, nur Putins Propaganda, aber auch die Mitdenkenden seiner Umgebung, bin ich ganz sicher, sehen das nicht so. Und insofern ist da also ein Widerstand, der ganz hervorragend funktioniert.
ebenfalls mit Funk, was die an Geräten gebaut haben, und jetzt den MiG-29-Jäger umgebaut mit einer Rakete, die eigentlich gar nicht dran passt, die viel zu lang ist. Aber sie haben es geschafft und sie ist treffsicher und kann die Leitradars der Raketenwaffen der russischen Truppen in der Spezialoperation sehr gut ausschalten. Oft werden die dann von Hand ausgeschaltet, damit sie den Leitstrahl nicht senden. Ja, das Leben geht weiter. Der Wiederaufbau wird, wenn der Krieg zu Ende ist, ganz schnell stattfinden. Da sehe ich eine große Parallele dazu, wie auch bei uns. Auch das beschreibe ich ja bei uns in unserem Buch, wie die Wirtschaft sich entwickelt hat. Ich beschreibe das an der Entwicklung auch meines Unternehmens, das ich also als Student gegründet habe und das heute weltweit tätig ist als Sicherheitsberatung. Und Sicherheitsberatung aber nicht wegen dieser Erlebnisse früher, sondern das ist ein Zufall. Ich hatte über Computerkriminalität meine Diplomarbeit geschrieben, als die noch gar nicht gab, und deshalb als Student auch meine Firma gegründet. Ja, meine Damen und Herren, ich will Sie nicht viel länger belästigen mit meinem Vortrag und schlage vor, dass Frau Hildebrand Sie auch dann führt hier, um die Ausstellung sich anzuschauen. Dankeschön. Danke. Dazu gibt es nur noch ein Wort zu sagen, dass wir wünschen uns, und dass es mit Sicherheit auch so kommt, dass der Putin und seine Gleichen, die bei ihm in der Nähe sind und das alles nicht stoppen, irgendwann stehen vor dem Tribunal, wie damals in Nürnberg. Das wird auch kommen so. Denn das, was die machen, das ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das kann man nicht verzeihen. Und das ist kein Spiel, und es ist kein Platz mehr für irgendwelche Verhandlungen, für irgendwelche Friedensgespräche. Das ist vorbei. Und nur ein Wunsch, dass die jungen Menschen wie Herr Miljutin, Botschaftsrat der russischen Botschaft, hier, der hier gekommen ist, der ist junger Mensch, und dass er und andere junge Menschen in der Politik, auch nicht in der Politik, in Moskau, in Russland, dass sie das endlich mal sehen und alle auf die Straße gehen. Denn wenn Millionen auf die Straße gehen, dann kann man die alle nicht ins Gefängnis bringen. So viele Gefängnisse hat auch Russland nicht. Aber in jedem Falle, Putin und seine Gleichen werden wie damals in Nürnberg stehen, und bald. Und jetzt bitte schauen Sie sich die auf. Darf ich nochmal sagen, ganz kurz, also rein zufällig habe ich natürlich ein paar Bücher mitgebracht. Ja. Wer also sowas erwerben will, kann gerne von mir auch eine persönliche Widmung bekommen, auch Sie, wenn Sie das wollten. Und ansonsten viel Interesse bei der Ausstellung. Dankeschön. Danke. Und jetzt bitte...